Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Happy Crackpot-Freunde auf unserem Kanal zu einem neuen Video. Heute geht es hier um eine Soundbar und zwar aus dem Hause Teufel, die Cinnabar Lux. Ich war auf der Suche, nachdem ich umgezogen bin, auf etwas Lautsprecherverstärkung für meinen Fernseher. Das Ganze sollte nicht mehr so dominant wie bisher sein von der optischen Erscheinung und habe mich ein bisschen informiert, welche Soundbars gibt's und bin da bei Teufel hängen geblieben. Letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, war da nämlich gerade Selva. Die hatten 300 Euro reduziert und ich dachte, hey, 300 Euro sparen von 800 auf 500, da kannst du die doch mal bestellen, zumindest mal zum Testen. Gesagt, getan, bestellt, die kam auch ein paar Tage später an und ich war echt überrascht, dass die Soundbar trotz natürlich der angegebenen Abmessung so kompakt ausgefallen ist. Anfangs ein bisschen skeptisch, weil ich Probleme hatte, das Bluetooth, was mit verbaut ist, mein Handy zu verbinden, die Entfernung und die Verbindung war immer mal abgebrochen. Da kann ich euch einen Tipp geben, wenn ihr auch euch die Soundbar kaufen wollt, einfach nochmal neu koppeln und das Problem ist beseitigt. Das hat den ganzen Spaß schon mal auf jeden Fall wieder ein bisschen aufgewertet. Klanglich finde ich die echt potent, gerade für die Größe und den Frequenzgang von bis zu 44 Hertz, was im Tieftonbereich geht, finde ich, spielt sie schon recht potent mit. Dafür, dass halt kein externer Subwoofer drin benötigt wird oder halt auch nicht explizit jetzt massive Subwoofer verbaut worden sind. Was finde ich an der Soundbar noch cool? Die lässt sich über Spotify auch einfach über euer Heimnetz betreiben. Und zwar kabelgebunden sowie per WLAN. Das könnt ihr über die Teufel Raumfeld App, die ihr kostenlos im App Store bekommt, entsprechend einrichten und eure Cinnabar dort ins Netzwerk bringen. Was ich persönlich echt angenehm finde, wenn man mal einfach von irgendwo ein bisschen Musik spielen will. Gleichzeitig zeigt sie auch gerade bei Filmen, dass sie mit diesem virtuellen 3D-Modus, den sie beherrscht, einen sehr, sehr schönen räumlichen Klang macht. Stimmen sind gut verständlich, ein bisschen Bass haben wir natürlich auch dabei, wie gesagt bis 44 Hertz. Optional kann ich ganz einfach meinen gewohnten Sub, wenn ich denn einen habe, oder jeden anderen Sub, der über Cinch anzuschließen ist, einfach mit an die Soundbar anschließen. Denn sie verfügt über entsprechende Anschlüsse wie halt Cinch. Ich habe einen AUX-Eingang, ich habe einen optischen Eingang und ich habe HDMI ARC bzw. ECE ist der neue Standard, funktioniert aber mit ARC ganz genauso, sodass sie einfach als Fernsehlautsprecher einfach erkannt wird und ihr über die Fernbedienung eures Fernsehers entsprechend auch ganz unkompliziert die Lautstärke von der Soundbar mitsteuern könnt. Ebenfalls wundert sich der eine oder andere vielleicht, hey Mensch, hier gibt es gar keinen An- und Ausknopf. Die Soundbar geht über die Fernbedienung von eurem Fernseher oder die mitgelieferte Fernbedienung entsprechend auch wieder aus. Das Ganze hat mich wirklich überzeugt, weil das so für mich die optische Alternative zu anderen Soundbars war, gerade in dem Schwarz-Weiß-Finish zu einer weißen Kommode und einem schwarzen Fernseher. Das war's an dieser Stelle. Wir haben hier natürlich noch mal ein paar Hörproben im Vergleich natürlich, wie ihr es bereits kennt, zu den Nubert-Lautsprechern, diesmal ohne Sub als 2.0 Setup im Vergleich halt zu der Cinnabar Lux, sodass ihr euch da selber ein wunderbares Bild zu machen könnt, ob das für euch die Alternative zu vielleicht Standlautsprechern wären oder einem AV-Receiver. Mich hat sie definitiv überzeugt. Sie wiegt auch nur knappe 4 Kilo, was echt nicht viel für eine Soundbar ist und somit auch einfach deutlich platzsparender gegenüber jetzt zum Beispiel einer dicken, fetten Nubert Soundbar, die natürlich mehr Leistung hat, tiefer runterkommt, aber halt auch richtig teuer ist und ordentlich Platz in Anspruch nimmt. Also dezent, aber richtig cool, Cinnabar Lux von Teufel. Was hat Kepler uns gelehrt, Luis?
uns selbst. Wir lassen uns nicht von Emotionen leiten. Wir tun alles für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft. Man nennt sie Mutter Erde. Wir haben den Planeten geplündert. Alle Reproduktionsversuche waren erfolglos bei Männern und Frauen. Kepler wäre ein Beweis, dass wir uns hier fortpflanzen können. Wir reden da. Da war ein Kind. Ohne Kommunikation ist das alles umsonst. Meile! Warum folgst du mir? Ich will dir helfen. Wir haben so lange gewartet. Ich bin so froh, dass du jetzt hier bist. Wir müssen alle zurück auf die Erde holen. Werden sie kommen? Die Menschheit existiert auch ohne uns. Bist du noch auf unserer Seite, Blake? Was hat Kepler uns gelehrt, Luis? Wir denken nicht an uns selbst. Wir lassen uns nicht von Emotionen leiten. Wir tun alles für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft. Man nennt sie Mutter Erde. Wir haben den Planeten geplündert. Alle Reproduktionsversuche waren erfolglos bei Männern und Frauen. Kepler wäre ein Beweis, dass wir uns hier fortpflanzen können. Überlebende. Doch ein Kind. Ohne Kommunikation ist das alles umsonst. Meile! Warum folgst du mir? Ich will dir helfen. Wir haben so lange gewartet. Ich bin so froh, dass du jetzt hier bist. Wir müssen alle zurück auf die Erde holen. Werden sie kommen? Die Menschheit existiert auch ohne uns. Bist du noch auf unserer Seite, Blake? We'll be right back.